Hi, ist Michael. Heute geht's weiter mit dem Spalterbau-Video. Und heute soll es darum gehen, die Schrauben zu berechnen. Habe ich ja im letzten Video schon gesagt. Ja, vielleicht merkt es der ein oder andere, der Ton ist besser geworden. Das liegt daran, weil ich eigentlich die Fehlerquelle für den scheiß Ton her habe. Und zwar liegt das an meinem alten PC. Der kommt mit den zwei großen Programmen nicht zurecht, sprich einmal mit den Konstruktionsprogrammen und einmal mit den Aufnahmeprogrammen, mit denen ich da gerade das Video aufnehme. Deswegen kackt immer der Ton ab. Ich habe das nämlich dann einfach mal an den Laptop ausprobiert, wo ich gerade davor sitze. Und ich habe gesehen, top, das geht einwandfrei jetzt. Deswegen werde ich jetzt meine ganzen Konstruktionen jetzt an den Laptop weitermachen. Ich habe jetzt das Programm schnell draufgeladen. Und alles soweit fertig gemacht, dass ich das hier fertig machen kann. Ja, ich habe ja gesagt, Dienstag und Donnerstag kommen jetzt die Videos. Heute ist Dienstag. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen höre ich mich ein bisschen verschnupft an. Das ist zu entschuldigen. Ich möchte heute anfangen mit den Berechnungen. Wir wollen ja die Schrauben hier berechnen. Und dazu habe ich mir ein Dokument schon mal vorbereitet. Ich mache mich vorhin ein bisschen kleiner, weil das habe ich jetzt schon dreimal vergessen. Als erstes, mit was fangen wir an? Ich muss ja irgendwas haben, was meine Kraft erzeugt. Also die Pumpe. Ich bin jetzt erstmal hingegangen, habe mir jetzt erstmal eine rausgesucht, die ich auch beim Rückewagen verbaut habe. Und habe mir die Leistungsdaten mal rausgesucht. Herauskam halt eine 20-Kubik-Pumpe, die bei 540 Umdrehungen oder bei der Drehzahl 40 Liter fördert, einen maximalen Druck von 200 Bar hat. Und das hat fast jede Pumpe, die ich gefunden habe, haben wirklich diese 200 Bar. So, das sind für meine Berechnung dann 20 Newton pro Quadratmillimeter. Dieses Übersetzungsverhältnis spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ist 1 zu 3,8. So, das Ventil habe ich gleich mal rausgesucht. Da nehme ich auch ein 40-Liter-Ventil. Und das Ventil hat eine Lektage von 15 Kubik pro Umdrehung. Und ein Gegendruck kann man ungefähr erklären mit dem Widerstand. Also wie bei der Elektrik ist es der Widerstand von 50 Bar. Mein Hydraulikzylinder habe ich nochmal gemessen. Habe ich ja gesagt, der hat einen Kolben von 90, also der Innendurchmesser ist 90 mm. Das gibt eine Kolbenfläche von 6361 Millimeter zum Quadrat. Genau. Und die Zylinderstange sind 50. Spielt jetzt erstmal hier keine Rolle, weil die einfahrende Kraft will ich brauche ich nicht zu wissen, interessiert mich nicht. So, dann habe ich mir gleich nochmal ein paar Werkstoffe rausgesucht, die ich gerne haben möchte oder verbauen möchte. Das ist zumal der Wald- und Wiesenstall, wie ihn jeder kennt, der S235 mit Materialangabe der Streckgrenze. Sprich, ich möchte das Bauteil nicht verbiegen. Deswegen nehme ich die Streckgrenze und darunter rechne ich noch eine, oder da rein rechne ich noch eine zweifache Sicherheit, bin ich so dann bei 117,5. So, dann den S355, also kennt jeder unter ST52. So, den 41er Chromo 4. Das ist so ein Automatenstahl, aus denen auch viele Bolzen gemacht werden. Wenn ich den nicht bekomme, nehme ich einen C15 oder C45 Stahl, weil die härtbar sind. Das ist quasi der gleiche Stahl wie hier oben, bloß ist halt mehr Kohle drin oder mehr Kohlenstoff drin, so. Und er ist härtbar. Dafür ist er aber nicht schweißbar. Also das muss man wissen. Den kann ich dann nur festschrauben. Ja, Schrauben habe ich ja gesagt, möchte ich gerne 10er oder 12er nehmen.
Dazu habe ich mal den Spannungsquerschnitt rausgesucht. Das ist quasi der kleinste Querschnitt, den die Schraube hat, also am Gewinde. Weil ich habe gesehen, viele nehmen einfach eine Schraube mit komplettem Gewinde und stecken sie irgendwo durch und schrauben sie an. Das ist aber der Fehler. Die Klemmlänge darf nie Gewinde sein. Also da, wo die Klemmlänge ist, darf nie Gewinde sein. Weil halt der Querschnitt dort geringer ist. Es sollen 8/8er Schrauben sein. Heißt für mich oder heißt für euch, die Festigkeit liegt bei 640 Newton pro Quadratmillimeter. Und bei der 12er Schraube sind es 84,3 mm Spannungsquerschnitt, auch 8/8er. Zur Berechnung. Ich möchte ja, damit ich mal die Schrauben auslegen kann, brauche ich ja die Kraft, die vorne ankommt. Das ist die Kolbenkraft. Die rechnet sich wie folgt aus. Auch ganz einfach gehalten, die Formel. Also ich möchte wirklich nicht hier ins kleinste Detail reingehen. Das reicht als Überschlag, reicht das dicke satt. Die Kolbenkraft wird errechnet aus dem Druck von der Pumpe, der Kolbenfläche und dem Wirkungsgrad. Viele lassen den Wirkungsgrad weg, weil es natürlich die Zahl dann höher ist, aber wenn man dort misst, seht ihr, dass es weniger ist. Also da beschmuren sie meistens. So, ich nehme hier den 20, die 20 Newton pro Quadratmillimeter, also die 200 Bar Kolbenfläche, die 6300. Und als Wirkungsgrad habe ich 85% angelegt oder ja, mir vorenthalten, weil das für mich Sinn macht, weil man hat erstmal Wärmeverluste, also Reibungsverluste im Zylinder, in Hydraulikblock, also in Ventilblock hat man ja Reibung in den ganzen Verschraubungen, in den ganzen Rohren und in den ganzen Schläuchen hat man überall Reibung drin, deswegen wird das Öl auch warm. In der Pumpe natürlich auch. Und deswegen nehme ich hier einen Wirkungsgrad von 85%, komme auf eine Tonnenzahl oder Kraft von 10,8 Tonnen. Ich habe dann nochmal ausgerechnet, was ohne Reibung ist. Also rein theoretisch hätte er auch 12,7 Tonnen Spaltkraft. Wie kommen wir jetzt dazu, wie viele Schrauben ich brauche? Und zwar brauche ich die erforderliche Querschnitt, also den erforderlichen Querschnitt, den ich brauche, rechnet sich wie folgt: Das Tau ist quasi die Schubkraft oder die Schubspannung, die Kraft, die wir gerade ausgerechnet haben, durch die Fläche der erforderlichen Schrauben. Das ist noch nicht die Schraubenanzahl. Dazu müssen wir erstmal umstellen auf die Fläche, die wir suchen, ist die Kraft durch die Festigkeit. Oder die Schraubenfestigkeit quasi. Also die 10,8 Tonnen durch die 640 Newton pro Quadratmillimeter kommen wir auf 169 Newton, Quadratmillimeter raus. So, das heißt, diese Querschnittsfläche brauche ich, um die 10 Tonnen jetzt zu halten. Müssen wir das jetzt Ganze mal umrechnen in die Anzahl der Schrauben. Dazu nehmen wir einfach die errechnete Querschnittsfläche durch die Fläche, die Spannungsfläche der Schrauben, der 12er Schrauben. Und da kommen wir auf 2 Schrauben A12, M12, warum? Also das heißt, ich brauche 2 Schrauben, um den Messerblock festzumachen. Das werden wir probieren. Ich werde wirklich 2 Schrauben reinstecken, werde den festschrauben und dann werden wir mal spalten und mal gucken, ob die 2 Schrauben das wirklich halten. Ich habe jetzt ja wirklich keine Sicherheit hier mit reingerechnet. Das sind wirklich haarscharf auskalkuliert, dass wenn der wirklich mit 10 Tonnen drückt, dass diese 2 Schrauben halten. Und das probieren wir. Ich mache wirklich nur 2 Schrauben rein und dann spalten wir Holz. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Gut, genug geredet vom Theoretischen. Jetzt kommen wir in die Praxis. Und ich habe mich jetzt entschieden, einen Vierfach Messerblock zu bauen, weil ich einfach möchte,
große Stücken möchte ich halt nur einmal durchschieben, weil sonst bleibt links und rechts immer so ein größeres Stück übrig. Deswegen kommt der weg. Ja, die Schrauben habe ich jetzt so gewählt. Das haben wir ja gesagt beim letzten Mal, dass ich hinter dem Messer immer eine Schraube mache. Und diesen Abstand habe ich jetzt hier vorne hingemacht. Also dieses Teil ist jetzt symmetrisch, dass ich quasi vorne und hinten jetzt vier Schrauben habe. Und ich komme jetzt halt auch nicht in die Ratin hier rein, auch nicht in die Schweißnähte mit rein. Also das sieht alles ganz gut aus. Gut, da würde ich sagen, Messerblock ist fertig. Er ist angeschraubt. Jetzt kommen wir zum Führungsstempel. Zur Führung plus Stempel, so rum. Ja, da haben wir schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie wir das machen. Ich habe schon mal zwei Teile vorgefertigt oder einen Teil vorgefertigt, weil ich natürlich, wie soll es das sein? Ich habe auf Aufnahme gedrückt und habe gesehen, dass dass nichts zu sehen war. Deswegen habe ich die Platte hier schon fertig. Also, die Platte ist jetzt 150 breit. Also 150. 10 stark. Das werden wir aber noch sehen, ob das reicht. Und ich habe sie jetzt 480 breit gemacht. Wie komme ich auf die 480? Ich habe ja gesagt, oder wir haben ja gesagt, dass die Breite der Flansche 400 ist. Ich will 12er Schrauben nehmen. Also habe ich ja schon mal 424, wenn ich die Schrauben mitrechne. Jetzt will ich aber links und rechts von der Schraube, möchte ich natürlich auch ein bisschen Platz haben. Randabstand könnt ihr eigentlich mal so machen, dass ihr immer das Doppelte der Schraube nehmt, also quasi links und rechts jetzt 12 mm. Das würde heißen, ich hätte jetzt hier 36 mm. Bräuchte ich jetzt hier 36 mm. Wir sind bei 37, weil es noch nicht ganz in der Mitte ist. Also, weil 36 aber ein komisches Maß ist, würde ich mal auf 40 gehen. Genau, und die habe ich schon alle drin. Deswegen die 480. Gut. Ich würde sagen, da das jetzt, ich will quasi eine Führung machen auf Kunststoffbasis oder Metallbasis, sprich, ich möchte gerne Messing nehmen oder Kunststoff als Führung oder als Gleitmaterial. Die Führung mache ich jetzt noch nicht rein, weil ich jetzt erstmal sehen will, wie groß wird denn der Stempel. Dazu nehmen wir die gleiche Platte nochmal. Die müssen wir nur umbenennen. Habe ich alles schon gemacht. Und zwar ist das jetzt die Stempelplatte. Die ist jetzt genauso groß wie die, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt die Höhe, möchte ich das gleiche haben wie hier. Die Fläche soll jetzt Unterkante von denen sein. So. So. Das soll auch mit denen so übereinstimmen. Und ja, und die Fläche soll hier vorne anbinden. Genau. Dass wir jetzt hier quasi eine komplette Fläche haben. Hier wird es geschweißt. Hier kommt eine Kehlnaht rein. Und hier mache ich eine kleine HV-Naht rein. Also heißt, ich mache hier eine Faser ran und schweiße die hier quasi fest, die zwei Teile. Hier kommt eine ganz normale Kehlnaht hin. Ja. Ja, warum komme ich auf die 150 mm? Weil ich habe ja mein Messerblock ist ja jetzt von der Kante zu der Kante 120 mm.
Und da möchte ich halt ein bisschen drüber gucken, weil wenn ich ein größeres Stückchen Holz habe, kann es ja sein, dass das Teil einfach hier oben, wenn das jetzt ein Riesenstück ist, kann das ja einfach hier oben rumklappen oder hier rumfallen. Deswegen werden wir das Teil auch ein bisschen größer machen. Wir gehen hier mal auf 200 mm. Einfach deswegen, damit ich große Stücken quasi nicht nach hinten rumfallen können. Ich mache gleich mal einen Baumstamm. Wir machen mal schnell einen Baumstamm, genau. Ist vielleicht mal nicht schlecht zu sehen, was ich meine. Und machen mal wirklich ein Fatzending. Machen wir mal wirklich eine 60er Eiche, machen wir jetzt. Also 600 im Durchmesser. Und 500 lang, habe ich ja gesagt am Anfang, dass ich meine Holzstücken gerne 50 mache, weil unser Ofen kann halt 50. So, Führungsschlitten zurück. Holzstamm her. Wo hat man? Zack. Und da seht ihr mal, wie groß oder wie klein der Spalter eigentlich wird. So, den müssen wir jetzt nur mal schnell in die Mitte bringen. Gut. So sieht das dann ungefähr mal aus, wenn da mal ein Stück Holz drauf liegt. Ich mache mal schnell die ganzen Ebenen wieder aus. Und wir gucken mal das Ganze von vorne an. So, hier sehen wir schon, dass ich hier unten 5 und ein bisschen Stücken rausbekomme. Und wie ihr seht, es ist halt richtig hoch hier, gell? Und wenn ich jetzt den so klein lasse, wenn das jetzt so klein wäre, würde dann, wenn ich das Teil vorschiebe, könnte oben das Stückchen nach hinten umfallen. Könnte. Ist mir noch nicht passiert, aber könnte passieren. So, das ist mein Holzspalter. Gut, bevor wir jetzt zur Führung direkt kommen, würde ich erstmal meinen Zylinder anschließen. So, jetzt muss ich mir ja überlegen, wie ich den Zylinder hier an meinen Spaltstempel festbekomme. Jetzt könnten wir es so machen wie hier hinten. Einfach zwei Laschen gelasert und die entweder in die Mitte reingemacht oder außen. Also ich würde es ja eher außen machen, also an die Flächen, nicht hier rein. Und das machen wir jetzt mal. Dazu müssen wir jetzt zwei Maße nehmen. Und zwar, wie weit die Fläche von den hier entfernt ist. Das sind 65 mm. Die merken wir uns jetzt mal. Und wie weit der Punkt hier von der vordersten Kante entfernt ist. Also quasi den Radius der Lasche sind 40. Die zwei Maße merken wir uns mal. Und wie groß war das Auge nochmal? 33. Dann bauen wir das Teil mal schnell auf, wie das aussehen soll. Ich würde jetzt einfach mal ganz stinknormal eine viereckige Platte machen. Jetzt müssen wir rechnen. Wir haben die Plattenstärke 10 gemacht, also kann die nur 140 hoch sein, weil die soll nicht übergucken, nicht drüber weggucken. Und hier kann sie, ich würde sie jetzt nicht 150 machen, ich würde sie jetzt mal 120 machen. Dass wir auch mal schön vorne ringsrum schweißen können. Und dann könnten wir das eigentlich hier auch gleich 120 machen. Da können wir nämlich oben an den Ecken schön ringsrum schweißen. Gut, das Loch müssen wir ja mindestens 40 von hier wegmachen. Das heißt 33 durch halb, dann plus 40. Also 33, die Hälfte ist der Abstand hier. Und die 40 sind die hier. So, das wird aber heißen, dass wir mit unserer Lasche direkt hier vorne an
Ecken. Das will ich natürlich nicht. Deswegen mache ich aus der 40 eine 50. Dann haben wir hier 10 mm Platz. So, den machen wir 33. So, und die 65 haben wir ja gesagt. Das Maß muss es sein. Sonst habe ich hier einen Winkelversatz drin und den möchte ich nicht. Also Winkelversatz soll heißen, der Kolben drückt dann nach unten weg. Und das möchte ich nicht. Ich mache sie jetzt genauso stark, wie die Laschen sind. Und die Laschen sind, glaube ich, 12. Das gucken wir aber gleich mal. So, die machen wir jetzt hier rein. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil ich ja quasi die Höhe und die Breite gleich ist. Aber die Kante muss jetzt hier dran. So. Die da dran. So, wir haben hier 46. Das muss ich nochmal schnell messen. Die Mitte sind 38. Jetzt würde ich das nicht komplett auf 0 machen. Mach mal wirklich die 40. Da können wir eine schöne Passfeder, eine Passscheibe dazwischen machen, dass es ein bisschen noch Luft hat. Also die 40 hören sich schon da gut an. Also sprich, die Fläche muss jetzt von der Mitte 40 mm weg sein. Und andersrum genauso. Also die Fläche von der auch 40 mm. Voila. So, das ist jetzt alles fest. Und jetzt können wir sagen, ist die Bohrung auf der gleichen Achse wie der. Zack. Und fest ist es. Wie gesagt, wir haben noch keine Führung dazwischen. Das ist jetzt mal ganz grob, mal zu sehen, wo wir hinkommen. So, und jetzt müssten wir sogar sagen, gucken, ob das damals, wo wir die Länge des Trägers eingestellt haben, ob das reicht. Das prüfen wir jetzt mal, ob hier wirklich meine 60 cm reinpassen. Und es sind 573, also heißt, es ist ein bisschen zu groß, zu klein geworden. Wenn ich jetzt mal hier reingehe, in den hier, bewegen sagen, und wir lassen das Teil mal zufahren. Halt, der weiß das noch nicht, dass der dahin fahren muss. So, jetzt fährt er mal auf die 600 oder macht er die 600 als Weg mal und wird mein Spaltkreuz voll kaputt knietschen. Jawohl. Und wir können das mal so lassen und können mal gucken, wie viel Millimeter wir jetzt den, also mehr geben, zugeben müssen. Also 26,5 können wir ruhig, hier macht man. Können wir eigentlich 30 mm, ich mag so abgehackte Zahlen, mag ich überhaupt nicht. Also gehen wir hier wieder rein, nehmen uns den Träger vor. So, legen uns den schön hin und sagen, pass auf, du musst jetzt 30 mm größer werden. Also 1950. Zack. Ja, willkommen zurück. Ich habe jetzt nochmal ein, zwei Maße ändern müssen. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ja, also ihr seht, ich habe jetzt hier dazwischen einen kleinen Spalt. Natürlich das Maß, wie weit der ausfährt, das muss ich noch prüfen. Also das ist noch eins, wo ich sage, das weiß ich noch nicht genau. Deswegen wird auch der Träger erst dann zurechtgeschnitten, wenn ich weiß, wie lang der Zylinder ausfährt. So, jetzt im Modell habe ich noch 3,5 mm Platz. Ob es ausreichend ist, ist jetzt fraglich. Macht man 5 mm, macht man mehr Millimeter.
Wenn jetzt natürlich ein Stein dazwischen ist oder irgendein anderer Fremdkörper, könnte dann natürlich das Messer kaputt gehen. Könnte man jetzt sehen, wie man das macht. Könnten jetzt auch, damit wir es noch einfacher machen, mit ändern. Wir gucken mal, was hier oben noch an Luft ist. Und hier sehen wir, hier ist noch mehr als 10 mm Luft. Hier haben wir 26 mm Luft, also können wir sagen, wir machen hier, können wir, was weiß ich, auf 70 gehen. Ach Quatsch, andere Richtung. Gehen wir hier mal auf 60. Haben wir dann immer noch genug Luft? So. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Luft wir noch haben. Das ist ein bisschen größer geworden. Wenn wir jetzt so bei 10 mm sind, ist es ausreichend. Passt. Genau 10 mm. Top. So, jetzt werden einige sagen, ah, wenn der nur 10 mm, wenn wir jetzt 10 mm Sicherheit haben, wie soll das Holz denn dann komplett durchgehen? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt bei meinem anderen Spalter. Dort sind zwei so Leisten angeschweißt. Und die machen wir jetzt mal nach. Die Leisten würde ich aus 15er Stahl machen, also aus 15er Flach. Und weiß nicht, was die noch für Formate haben. 15 mal 20 wird zu wenig. Können wir mal 30 probieren. Dass wir ein bisschen Auflagefläche haben. Und dann die 480 lang. So. Und das ist die Leiste. Und die schweißen wir jetzt quasi hier vorne an die Platte an. Zweimal das Ganze, quasi über dem Messer und unter dem Messer. Ja, wäre jetzt fraglich, wie wir es besser machen. Wir teilen es einfach auf. Sagen von der Mitte der Platte. Machen wir ja 200 gemacht, also machen wir hier 50. Und du auch 50 von der Mitte nach oben. Und somit haben wir doch einen schönen, ja genau, jetzt haben wir quasi 5 mm, drückt das Holz noch durch das Messer durch. Und hier haben wir genug Freiraum für das Messer. Warte mal. Also wir haben hier genug Sicherheit fürs Messer, aber drücken mit den zwei Leisten das Holz auch durch das Messer. Sprich, das Holz wird auch wirklich durchtrennt. Das ist ja wichtig. Sonst können wir nicht zum nächsten Schnitt, nicht zum nächsten Hub ansetzen. So, wir fahren das Ganze mal wieder zurück. Ja, und ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine schöne Phase dran, damit sich keiner verletzt. Die machen wir 20. Genau. Ja, ich würde es erstmal dabei belassen für heute. War wieder genug Input. Ich zeige euch nochmal schnell ein Foto. Und zwar hat mich Bene G, ich verlinke seinen Kanal oder beziehungsweise mal sein Video zum seinen Holzspalter. Er hat auch einen richtig schönen Holzspalter gebaut. Und er hat mich letztens angeschrieben und hat gesagt, ich soll doch... mit den Messern ist das schon ganz in Ordnung so. Hat mir auch da ein paar Tipps gegeben, weil er hat wirklich Erfahrung mit Messer. Und ich zeige euch mal sein Messer, wie er es gemacht hat. Er hat einen Fünffachspalt. Quasi hat fünf Messer.
Genau. Er hat es V-förmig angeordnet. Das ist natürlich schön bei 5. Da kann man das machen. Ich habe leider nicht ganz rausgefahren, wie weit er die auseinander hat. Das weiß ich jetzt nicht. Aus jeden Fall hat er die Messer. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Berichtige mich bitte. Er hat, glaube ich, alle Messer aus Hardrocks gemacht. Und zwar hat er einfach nur sich ein, ach genau, hier sieht man es, 12 mm, also 120 mm hat er zwischen den zwei Messern. Und zwar hat er einfach eine Schürfleiste von einer Schaufel genommen. Also die gibt's bei eBay, gibt's die aus Hardrock schon vorgefertigt. Er musste halt nur die Schneide vorne noch schärfen, weil vorne sind meistens so abgerundet. Und das sind die man so an Traktorschaufeln dran schweißt. Und er hat die quasi als Messer genommen. Ist natürlich schön verschleißfest, Hardrox. Ich war an überlegen, ob ich wirklich Hardrox nehme oder nicht nehme, weil, ich sag mal, Kosten, so ein Meter kostet, was hat er gesagt, knapp 40 Euro mit Versand. Ist jetzt nicht der Kostenpunkt, aber er hat quasi alle Messer daraus gewonnen. Aus dem Meterstück und hinten hat er einen ganz normalen Stahl genommen. Ich bin da nicht so ganz sicher, ob das wirklich so stimmt mit den einfach nur anschweißen, weil Hardrox ist eigentlich ein Feinkornstahl und den soll man eigentlich nicht schweißen ohne Vorwärmung. Man könnte natürlich jetzt eins machen, damit man das Gefüge in der Schneide nicht ändert, lässt man einfach hier vorne die Schweißnadel weg. Und sagt, man schweißt nur da, wo das Gefüge eh keine Rolle spielt. Also hier könnte man schweißen und lässt quasi vorne die Schneide komplett in Ruhe und dann hat man das nicht. Hardrox hat halt den Vorteil, es ist verschleißfest, dafür ist es extra konzipiert. Ist zu überlegen. Ich überlege auch mal, guck mal, ob ich das so ein Stück krieg. Muss das natürlich mit in die Berechnung mal mit reinnehmen oder nicht in die Berechnung, mal mit ins Modell. Und er hat mir nämlich auch gleich gezeigt, was passiert, wenn man es eben nicht macht aus Hardrox. Und zwar sieht man ja hier jetzt, wie schön sein Messer sich verbogen hat. Also oben, das muss wohl genauso verbogen worden sein. Er hat gespalten und ist quasi das Holz hat das Messer weggedrückt. Man sieht, hier oben ist die Schweißnaht komplett weg und auch die Teil der Schneide ist weggebrochen. Also das hat schon ordentlich Wumms, dieses Holz oder dieser Spalter. Also deswegen hat er gemeint, ach, mach's lieber aus Hardrox. Bene, ich denke mal, du hast mich überzeugt. Ich werde es wahrscheinlich auch so machen. Ja, Bene, vielen Dank für diese Fotos. Und ja, ich werde es überlegen, mir doch diese Hardrox-Schneide zu besorgen. Das kommt aber dann erst, wenn ich ihn baue. Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee, wie man das machen kann. Gerne her damit, wie es Bene gemacht hat. Er hat mich einfach angeschrieben über meine E-Mail. Die findet ihr in der Infobox oder auf den Kanal-Info-Seite. Bene sein Kanal verlinke ich natürlich auch, damit ihr euch das mal angucken könnt, wie er die Rutsche gemacht hat und allgemein seinen Spalter, weil die Rutsche finde ich eigentlich richtig genial. Er hat einfach Rohre genommen, wenn es Rohre waren, glaube ich, und hat die zu einer Rutsche gebaut und dann wird quasi durch der Spaltkraft wird immer das Holz, was gespalten ist, immer nachgerückt. Er hat dann natürlich so viel Platz dazwischen gelassen, dass die Spelzen durchfallen und die Sägespäne durchfällt. Also hat er quasi oben steht jemand und nimmt's ab und stapelt es direkt auf den Anhänger, glaube ich, oder auf dem Unimog, war das so. Kann natürlich auch was anderes drunter stellen, dass es gleich reinblumst. Oder auf den Anhänger fallen lassen. Finde ich richtig klasse. Also der Spalter top Teil. Er hat auch die Führung ganz anders da gebaut, wie ich es vorhab. Also guckt ihn euch mal an. Und ja, vielen Dank dafür, für die Unterstützung. Und ich würde sagen, ich mache für heute Schluss. Wir sind heute ganz schönes Stück gerückt wieder. Wir sehen uns am Donnerstag, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Also bis dahin. Ciao.